Heute in der Sendung: Alternative Messenger-Dienste. Sind sie wirklich sicherer? Wofür braucht man sie und wie gefährlich können sie sein? Und labern statt tippen. Der neueste Trend im App Store: Clubhouse. Was kann die App? Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu diesem 0511 Digital Spezial. Die Geschichte der sozialen Messenger-Dienste begann erst richtig im Jahre 1996 mit dem Start von ICQ. Es war absolut neu, dass man in Echtzeit mit seinen Freunden schreiben und sogenannte Emoticons austauschen konnte. Die Geschichte nahm seinen Lauf mit Facebook und YouTube im Jahr 2004 und 2005. Kurz danach ging im deutschsprachigen Raum StudiVZ online. Heute sind Instagram, Twitter und Co. nicht mehr aus unser aller Leben wegzudenken. Seit etwa einem Jahr erfreuen sich allerdings alternative Dienste wachsender Beliebtheit. Im letzten Jahr mehrten sich die sogenannten Querdenken-Demonstrationen in ganz Deutschland. Häufig organisierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Telegram-Messenger. Vor einem Jahr war der Messenger-Dienst in Deutschland kaum bekannt und wurde von vergleichsweise wenigen Personen hauptsächlich als Alternative zu WhatsApp genutzt. Telegram ist in den App-Stores gratis verfügbar und auch für Familienchats geeignet, bietet aber angeblich einen besseren Datenschutz. Die Corona-Pandemie machte Telegram 2020 berühmt, weil reihenweise Verschwörungstheorien verbreitet wurden, Corona-LeugnerInnen und Rechtsextreme hier Kanäle eröffnet haben und ihre Anhänger mitbrachten. Doch warum ist diese App gerade für diese Personengruppe so interessant? Der Medienexperte Martin Holland vom Heise Verlag kennt die Antwort. Also Telegram hat oft den Ruf, dass sie besonders sicher seien. Das bekommen wir auch öfter mit. Das ist aber tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Also das stimmt nicht. Telegram ist einer der wenigen Messenger, der, also sagen wir mal jetzt standardmäßig sogar nicht komplett verschlüsselt ist, Ende zu Ende verschlüsselt, also weniger sicher ist. Aber diesen Ruf haben sie irgendwie und manchmal kriegt man das ja so schwer weg. Aber was Telegram wohl vor allem in Bezug auf WhatsApp als Vorteil hat, ist, dass die Gruppenfunktion einfach viel mehr ermöglicht. Also dass man Gruppen besser organisieren kann, man kann sich dort mehr austauschen, besser. Das ist ja auf WhatsApp eher so ein, jeder schreibt nacheinander. Also diese Funktionen sind einfach von Vorteil. Und dann ist da wieder die Sache, dass einfach schon die Leute da sind, mit denen man sich austauschen möchte. Und dann geht man halt dahin, wo die sagen, hier, wir sind hier, komm zu uns. Der Kurznachrichtendienst Twitter wurde 1996 gegründet und wird, anders als beispielsweise Facebook, weniger für die Kommunikation mit Freunden und Bekannten genutzt. In sogenannte Tweets mit maximal 280 Zeichen kommunizieren Unternehmen, Organisationen, PolitikerInnen, JournalistInnen und Privatpersonen an ein weltweites Publikum. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat vor allem den Kurznachrichtendienst Twitter als sein Sprachrohr der politischen Kommunikation genutzt. Wenn vorher eine journalistische Instanz nötig war, um beispielsweise eine Personalentscheidung kundzutun, haben ihm maximal 280 Zeichen ausgereicht, um ein Millionenpublikum zu erreichen. Rund um die Uhr. Aber immer wieder war Trump in der Kritik, Unwahrheiten, Hassbotschaften und Anstiftungen zu Gewalt zu verbreiten. Immer wieder wurden einzelne Beiträge von Twitter gelöscht. Bei anderen Apps gibt es wenig bis keine Moderation der Inhalte. Jetzt ist aber so, dass vor allem diese alternativen Plattformen sich oft rühmen, dass sie das nicht machen oder nur das, was sie wirklich machen müssen, also strafbare Inhalte, wo es für sie auch zum Problem werden würde, dass sie die löschen und sonst quasi die Meinungsfreiheit hochhalten, sagen sie mal. Also einfach alles stehen lassen. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar kam der Shutdown für Donald Trump. Er wurde vom Kurznachrichtendienst Twitter dauerhaft verbannt. Als Grund für die permanente Sperrung nennt Twitter unter anderem das Risiko weiterer Anstiftung zu Gewalt. Twitter begründet seinen Schritt zudem mit den zwei Tweets, die Trump im Anschluss an seine Freischaltung gepostet hatte. Darin erklärte er einmal, er werde nicht zur Amtseinführung von Joe Biden kommen. Außerdem sagte er, die 75 Millionen, Zitat, großartigen amerikanischen Patrioten, Zitat Ende, die ihn gewählt hatten, würden auch in ferner Zukunft eine gewaltige Stimme haben.
Bei Twitter glaubt man, dass diese Tweets dazu geeignet sind, Menschen zu weiterer Gewalt anzustiften. Sein Hinweis, nicht an der Amtseinführung Bidens teilzunehmen, könnte von Menschen so gewertet werden, dass die Vereidigung Bidens ein sicheres Ziel für Gewalt sei. Eben weil Trump dort nicht anwesend sei. Ein tiefer Eingriff in die digitale Kommunikation. Jetzt sind die Meinungen zu dem Vorgehen geteilt. Ist das ein zu tiefer Eingriff in die Meinungsfreiheit? Die Bundesregierung findet ja und äußerte sich folgendermaßen zu diesem Thema. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden. Martin Holland vom Heise Verlag hat da eine andere Meinung zu. Ich persönlich sehe das vor allem aus der Erfahrung nicht so, weil die Apps oft sehr, sehr spät wirklich aktiv werden. Also bei Donald Trump gibt es Dutzende, hunderte Tweets, die vorher schon dazu geführt hätten müssen, dass er gelöscht wird, weil er Gewalt androht oder zu Gewalt aufruft, ob nun implizit oder explizit. Als Alternative zu Twitter nutzen viele den Dienst Parler, geschrieben wie das französische Wort für Sprechen, Parler. Auffällig dabei? Viele rechtskonservative PolitikerInnen, wie zum Beispiel der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der Chef der Identitären Bewegung in Österreich Martin Sellner, Donald Trump und Teile seiner Familie und auch Anhänger der QAnon-Bewegung und HolocaustleugnerInnen, nutzen diese Plattform, um ungestört publizieren zu können. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar hat Google die Parler-App aus dem Play Store genommen, weil die Kommunikation auf der Plattform im Hinblick auf aufhetzende Beiträge nicht moderiert werden. Der Apple App Store entfernte kurze Zeit später die App ebenfalls. Amazon Web Services zog nach und steht als Bereitsteller der Serverinfrastruktur nicht mehr zur Verfügung. Bei Parler war es so, dass das nach diesem Sturm aufs Kapitol der Druck zu groß geworden ist, auf die Anbieter das zu löschen, weil das Parler hat das vorher auch nicht gemacht oder so wenig, dass es, sagen wir mal, vielleicht gerade noch an die Gesetze gepasst hat, aber nicht wirklich ausreichend. Aber nach diesem Sturm, der halt in Amerika für viel Aufsehen und Sorgen geführt hat, was da passiert, war der Druck so groß, dass sie gesagt haben, okay, wir ziehen jetzt diese Linie, auch wenn wir uns der Gefahr bewusst sind, dass Leute sagen, das ist Einschränkung der Meinungsfreiheit. Seit dem 11. Januar ist auch die Parler-Website nicht mehr erreichbar. Parler kündigte an zu klagen. Aktuell ist eine neue Kommunikations-App in aller Munde. Clubhouse, rein audiobasiert und elitär. Niklas Kuschkowitz weiß, was es mit diesem Hype auf sich hat. Den Raum leise verlassen. So. Ein zugegebenermaßen unzureichend ausgeleuchteter Raum, ein Journalist im Homeoffice und eine ganze Menge ungeklärter Fragen. Das sind perfekte Voraussetzungen, um über die neue Social-Media-App Clubhouse zu sprechen. Clubhouse ist eine App, auf der Menschen in Audio-Chat-Räumen miteinander kommunizieren können. Und das ist im Grunde eine Mischung aus Podcasts und Telefonkonferenzen. So zumindest habe ich das meiner Mama erklärt. Das heißt, man nimmt mit einer Audiospur selber teil, also kann selber mit Menschen in bestimmten Chaträumen sprechen oder eben Diskussionen verfolgen und nur deren Gespräche anhören. Vicky Bagel ist Startup-Redakteurin bei T3N. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover war das erste deutsche Unternehmen mit einem Account auf Clubhouse. Vicky beobachtet die Plattform schon eine ganze Weile. Vor einem knappen Jahr ist die in den USA an den Start gegangen und jetzt, Anfang Januar, auch nach Deutschland rübergeschwappt. Angefangen hat das vor ziemlich genau 2 oder 3 Wochen tatsächlich mit der deutschen Tech- und Gründerszene. Das heißt, vor allem Branchenexperten waren zunächst auf Clubhouse. Mittlerweile tummeln sich aber immer mehr Menschen auf Clubhouse. Das heißt, Politiker und Politikerinnen nutzen Clubhouse, Prominente nutzen Clubhouse und mittlerweile auch jede Menge Privatpersonen, die vielleicht ursprünglich noch gar nicht so viel mit der Szene zu tun hatten. Vor allem Menschen aus der Politik und dem Journalismus suchen bei Clubhouse die Vernetzung, wie es scheint. Manche gehen dann davon aus, dass es da lockerer zugeht als zum Beispiel auf einer Pressekonferenz.
Sie denken, dass das Ganze da Gespräche unter drei sind. So nennt man das im Journalismus, wenn Hintergrundinfos ausgetauscht werden. Aber das sind Gespräche, aus denen auf keinen Fall zitiert werden darf. Dass Clubhouse so eine Atmosphäre erzeugt, das ist gar kein Wunder. Die Räume, in denen die Gespräche stattfinden, da geht es extrem vielfältig zu. Also thematisch geht es dann erst um Trash-TV, dann um Corona, dann ums Privatleben und dann auf einmal wieder um Corona. In genau so einer Runde hat auch Bodo Ramelow erzählt, dass er, während die Bund-Länder-Beschlüsse gemacht werden, eigentlich Handyspiele spielt und hat dabei die Bundeskanzlerin Merkelchen genannt. Das Schwierige an Clubhouse ist, dass die meisten NutzerInnen das Gefühl haben, sie sind tatsächlich in privaten Räumen, in privaten Telefongesprächen mit engen Vertrauten. Das ist ein Eindruck, der entstehen kann, weil man eben nicht per Video jemandem zugeschaltet ist, sondern sich das oder die Teilnahme auch wirklich wie ein Telefonat anfühlt. Mit dem Unterschied, dass da aber mittlerweile gerade bei PolitikerInnen mehrere tausend Leute dann zuhören. Tatsächlich sehen die Clubhouse-Nutzungsrichtlinien vor, dass kein Ton mitgeschnitten werden kann und dass alle Gespräche quasi im Rahmen der App bleiben sollen. Ähnlich wie bei Twitter funktioniert das aber natürlich nicht. Denn was dort gesagt wird, und das war ja auch das Dilemma mit Bodo Ramelow, er hat gedacht, alles, was er sagt, bleibt unter drei. Wenn dann aber über 2000 Menschen mithören, ist das natürlich ein Trugschluss. Und deswegen werden diese Gespräche nach außen getragen mittlerweile. Aber ja, das Schwierige ist eben, dass die NutzerInnen das Gefühl haben, sie sind in einem privaten Gespräch mit Familie oder Freunden. Tja, damit wäre dann wohl klar, dass Clubhouse auch nur eine weitere Plattform ist, auf der PolitikerInnen keine Blumen geschenkt bekommen, die sprichwörtlichen, sondern wo auch Schlagzeilen produziert werden. Aber was ist denn eigentlich mit der anderen Seite, mit den JournalistInnen? Da gab es auch schon Aufschreie. Zum Beispiel, als eine Gruppe junger JournalistInnen mit einer rechten Influencerin gesprochen hat. Und das war kein richtig kritisches Gespräch, sondern eher so eine lockere Plauderei. Oder als Gerhard Schröder nicht auf die Frage antworten wollte, was denn eigentlich mit seinem Kumpel Putin ist, jetzt so während der Proteste um Alexei Nawalny. Und ein Journalist ihm das einfach so durchgehen lassen hat. Die Nähe ist dahingehend problematisch, dass natürlich nur bestimmte Leute Zugang zu den Aussagen der PolitikerInnen bekommen, eben nur jene, die Zugang zu der App haben. Aber umso wichtiger ist es dann eben, wenn problematische Aussagen getroffen werden, dass die dann eben, wenn die von öffentlichem Interesse sind, von JournalistInnen auch nach außen getragen werden, wie das eben im Fall von Bodo Ramelow der Fall war. Zu guter Letzt noch die Frage, was muss Clubhouse jetzt tun? Noch ist die App nur für iPhone-NutzerInnen verfügbar und reinkommt nur, wer eingeladen ist. Das kann und soll aber nicht so bleiben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die Welt der alternativen Kommunikations-Apps geben. Und das war's dann auch schon wieder mit 0511 für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.